Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei The Long Dark in einer neuen Aufnahmesession. Und ich weiß gar nicht mehr so recht, was ich vorhatte. Ich hatte, glaube ich, alles Nötige abgelegt, aber sieht mir nicht so aus. Irgendwie habe ich viel Essen dabei. Also ein bisschen Kram müssen wir noch ablegen. Und dann wollte ich eigentlich los zum Bunker. Meine ich. Kann mich da jetzt auch irren. Ich meine, das war unser letztes Vorhaben. Wie sieht es denn hier aus? Okay. Holzsachen sind da noch drin. Gemischtes Zeug. Und hier hätten wir Essen. Ich würde sagen, dann packen wir in der Schublade hier einfach nochmal ein bisschen Essen mit rein. Muss ich mich dran erinnern. Weil das ist ein bisschen zu viel, was wir jetzt dabei haben. Nee, besser nicht die Sachen, die so guten Zustand haben. Wäre ja Quatsch. Das reicht vollkommen an Essen. Und Liter Wasser können wir auch ablegen. Ja, passt gar nicht. Dann halt einen halben Liter. Und jetzt ist es eigentlich ganz gut. Wir haben das Gewehr dabei. Ja, so ist eigentlich vollkommen okay. Jetzt schauen wir uns mal die Temperatur an. Oder wäre es nicht sinnvoller, jetzt erstmal zum Bunker, zum Staudamm zu gehen, dort schon mal alles zu klären und dann alles dort fest hinzuliefern? Ich glaube, das wäre sogar klüger. Kann man sich jetzt streiten. Das eine könnte besser sein, das andere. Wir gehen jetzt mal zum Staudamm, weil da wollen wir letztendlich. Jetzt ist da noch ein Wolf. Wir gehen nicht zum Staudamm. Oder wir gehen oben lang zum Staudamm. So oder so müssen wir jetzt da hinten lang gehen, ob wir zum Holzfällerlager gehen, sprich zum Bunker oder zum Staudamm. Ich wollte jetzt eigentlich diesen Weg da abklappern, aber ich muss jetzt nicht unbedingt bei 2 Schuss Munition ein Wolf erledigen. Dann ist ein Hirsch. Ich bin ein bisschen erkältet, also entschuldige ich mich schon mal dafür. Aber momentan geht es eigentlich noch. Nur weiß jetzt nicht, ob das so lange gut ist mit dem Quatschen. Das sehe ich dann im Laufe der Aufnahmesession. Ein paar Folgen habe ich auf jeden Fall vor zu machen. Weil ich mich ja auch darauf freue, wie es in The Long Dark weitergehen wird. Ich bin ja selber gespannt darauf. Vor allem, wie das mit der neuen Region sein wird. Die will ich ja unbedingt entdecken. Und deswegen will ich ja Mystery Lake schon im Schnelldurchgang durchlaufen. Beim Waggon haben wir noch gar nichts nachgesehen, oder? Oh, minus 17 Grad ist ja nicht so doll. Die Temperatur. Hier haben wir noch eine Menge Zeug mitzunehmen, aber hier sind bekanntlich viele Wölfe. Also des Öfteren. Aber wir haben ja schon ein paar erlegt. Gehen wir mal hier rein. Hier liegt nichts. Hier ist keine Leiche, aber dafür ein Rucksack, in dem ein Müsli-Riegel ist. Da hören wir schon wieder Wolfsgeheule. Hier haben wir eine Menge Kram. Plastikbehälter. Fackeln, die irgendwie gar nichts mehr bringen. Best be prepared for anything. Ja, Wassertabletten. Oh, das ist das Wichtigste von allen. Die Munition. Hier haben wir noch die toten Wölfe, die wir dezent weggeschossen haben. Ich habe natürlich den Schlafsack auch gar nicht mitgenommen, wenn wir zum Dingens gehen, zum Staudamm. Ist natürlich auch sehr clever. Sind unterkühlt. Es müsste aber eigentlich das so langsam wärmer werden, rein theoretisch, weil oder auch nicht, weil ein Sturm aufzieht und wir minus 30 Grad haben. Es ist doch. Ah. Das können wir jetzt nicht auseinandernehmen. Wir gehen jetzt schnell zum Holzfällerlager, weil das jetzt am nächsten hier ist. Da haben wir auch noch einen toten Wolf. Wir jetzt auch nicht auseinandernehmen können. Ah, es ist doch ärgerlich. So ein Mist. Wir haben aber auch immer so ein Pech mit dem Wetter.
Weil die normalen Minusgrade hätten uns nicht so viel ausgemacht. Schon nach ein paar Stunden, aber es ging ja zeitlich noch. Oh Mann, oh Mann. Man sieht echt hervorragend. Der Sturm des Todes. Aber hoffentlich nicht unser Tod. Wenn uns ein Wolf bei diesem Wetter angreift, dann hat er also auch nicht mehr alle. Weil es ist ja ein bisschen unlogisch. Ja, klar, hier ist wärmer, weil wir hier ein bisschen windgeschützt sind, okay. Aber hier auszuharren halte ich für eine sehr dumme Idee. Schnell zum Holzfällerlager. Gleich da sein. Auch wenn meine Sicht ein bisschen beschränkt ist. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass wir hier richtig sind. Na, wo ist es denn? Wärmer. Jetzt müssen wir hier gleich links rein. Da. Hatten wir das letzte Mal alle drei Hütten erkundet? Ich glaube schon. Ich meine, ich habe alle drei erkundet. So, jetzt müssen wir mal was essen und was trinken. Essen wir mal hier Energieriegel und trinken uns dann Wasser hinterher. Dann schlafen wir mal 4 Stunden. Dann ist hoffentlich alles wieder besser. Etwas trinken. Sieht doch schon besser aus. Ich muss mal kurz husten. Moment. So, da geht es auch schon wieder weiter. Entschuldigung. Ja, so sieht eigentlich alles ganz gut aus. Unsere Condition ist auf, naja, nicht gerade ein Beststand, aber ich will jetzt auch nicht wieder den ganzen Tag hier schlafen und so weiter. Ich will ja auch mal die Sachen erledigt bekommen. Es ist ein klares Wetter. Ah, Mist. Wir gehen mal wieder zurück zu der Stelle, wo die Wölfe lagen. Und rein theoretisch, wenn sie das geändert haben, müssten wir ja wirklich jetzt nicht mehr so viele Wölfe hier im Mystery Lake haben. Weil da haben wir ja schon ein bisschen aufgeräumt. Würde ich mal behaupten. Weil ich nehme jetzt die Wölfe deshalb mit und auch die Rehleiche. Damit wir dann wirklich mal zum Staudamm gehen. Damit wir dort die Sachen mal ablegen können. Damit wir auch uns so allmählich in Richtung Coastal Highway machen können und dann zur neuen Region. So. Freie Sicht. So wie das Wetter jetzt ist, ist eigentlich hervorragend. Es ist gefühlte 0 Grad, es ist alles okay. Brauchen definitiv auch noch bessere, wärmere Klamotten. Haben ja auch so langsam Wolf-Pelz. Müssen wir uns auch mal drum kümmern. Aber das Problem ist, wir haben im Staudamm auch keine Werkbank. Da müsste ich die Wolfspelze
und so weiter dann auch wiederum mit zum Haus am See nehmen. Ist irgendwie ein Teufelskreis, aber ja gut, wenn wir uns Pelz gemacht haben, sind wir ja damit fertig und müssen ja dann erstmal nicht mehr in die Werkbank. Von daher ist das ja auch eine einmalige Sache. Wie sieht es mit dem Gewicht aus? Ja, sind natürlich jetzt ziemlich voll, weil wir schon einen Wolf auseinandergenommen haben und jetzt um den zweiten kümmern. Ich lade mal auch die Knarre nach. Sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. 6 Schuss, 1 Schuss auf Reserve und wir müssen die Knarre auch zu gegebener Zeit auch noch reparieren. Dafür müssen wir unseren Reparaturskill erstmal ein bisschen hochtreiben. So, lass mich raten, wenn ich jetzt hier fertig bin, ist wieder ein Sturm oder sonst etwas. Ist ja mittlerweile nichts mehr Neues. Die Haut. Und Darm. Wow. Hat ja mal geklappt ohne dramatische Ereignisse. Ein Wunder. Jetzt noch das Rehlein auseinandernehmen. Na, das geht ja relativ schnell. Die Haut. Das hört sich schon wieder nach einem Sturm an. Und Darm. Und wir sind überladen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt ausnahmsweise doch wieder zurück zum Haus am See, weil ich möchte gerne Wolfspelz machen. Und ihr wisst selber, das dauert 24 Stunden, um so einen Wolfspelz zu machen. Und dort haben wir genügend Essen und zu trinken. Und wir müssen auch den Schlafsack mitnehmen, wenn wir zum Staudamm wollen. Das hatte ich nämlich auch ganz vergessen. Dann war das jetzt eigentlich bis jetzt nur ein Jagdausflug. Tut mir leid, aber anders ging es jetzt irgendwie nicht. Weil die Tiere haben uns jetzt schon sehr überlastet. Wir können jetzt gerade noch ein bisschen was tragen. Was aber mit der Uhrzeit und alles wiederum blöd ist. Und wir wollen den Staudamm erforschen und auch schauen, ob Fluffy drin ist oder nicht. Aber ohne Schlafsack, wenn wir dann noch erwischt werden, wir haben ja sowieso keine volle Condition mehr, ist das natürlich bitter. Nun gut, dann machen wir jetzt erstmal wärmere Klamotten und schauen uns nochmal sowieso allgemein mal die Klamotten an. Und dann mal sehen. Schlafsack nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, brechen wir auf. Ich wette, wenn wir dann los wollen, ist ja wieder ein Sturm plötzlich zugange. Naja. Aber hier haben wir jetzt wirklich kaum noch Wölfe. Das gefällt mir sehr gut. Weil wir das ein oder andere Mal ja hier noch das Zeug mitnehmen müssen. Ah, da hinten ist ein Wolf. Mal sehen, vielleicht können wir dann auch am nächsten, also wenn wir hier fertig sind, doch über dem See zum Staudamm gelangen. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Dann mal schauen. Bärenfell-Schlafsack. Bartflechte. Okay. Wolfspelzmantel. 4-mal Wolfspelz. Hatte ich jetzt oben den ganzen Kram hingelegt? Jetzt müssten wir 4-mal Wolfspelz haben. Haben wir auch. Machen wir mal 4 Stunden. Dann schauen wir mal nach unserem Zustand.
Ja, Hunger und Durst. Und Erschöpfung ist auch nicht gerade gering. Komm, essen wir hier nochmal einen Müsli-Riegel. Essen wir dann nachher komplett auf. Ja, ansonsten haben wir jetzt hier nur rohes Fleisch dabei. Kümmern wir uns gleich drum. Jetzt machen wir das nochmal 4 Stunden. Durch die Erschöpfung sind wir jetzt auch sehr überladen. Ach, der dauert 42 Stunden noch. Ach du Schande. Das ist natürlich jetzt bitter. Dann schauen wir jetzt erstmal, dass wir das Essen austauschen. Zustand. Nee, rohes Fleisch nehmen wir nicht mit. Rohes lege ich jetzt gleich wieder ab. Sollten wir aber auch mal so allmählich kochen. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Genau wie diese Hagebutten. Ich glaube, wir müssen auch eine große Kochsession machen. Ja, muss ja nicht gleich betrübt sein. Das kriegen wir schon hin. Hatten wir jetzt hier noch Kaffee. Das können wir noch mit reinpacken. Das ist alles Zeug zum Kochen. Essen wir hier Müsli weiter oder zu Ende. Und gönnen uns noch was zu trinken. Dann gehen wir mal schlafen. Dass wir vollkommen ausgeruht sind. Licht aus. Und schlafen wir erstmal 6 Stunden. Dann sind wir wahrscheinlich immer noch nicht voll ausgeruht. Ne. Dann schlafen wir nochmal 3 Stunden. Dann dürfte es aber soweit sein. Ja. Jetzt was essen. Trinken. In der Schublade da hinten haben wir ja auch noch was. 6 Tage, 2 Stunden überlebt. Wir kommen so allmählich wieder auf mehrere Tage. Finde ich ja nicht so verkehrt. Alles umlagern. Jetzt sind wir wieder überladen, aber müssen gleich sowieso wieder was essen. Machen wir mal 5 Stunden. 5 Stunden arbeiten. Dann haben wir sowieso wieder Hunger und Durst. Yep. Dann. Hier war doch eine Dose offen, oder? Hier geöffnet. Essen wir die mal. Und dann Ein-Mann-Packung. Und ein Schlückchen hinterher trinken. Und dann arbeiten wir mal weiter. Fünf mal 6 Stunden. Jetzt haben wir gerade gegessen und getrunken. Und wir arbeiten bis in die Nacht hinein. 31 Stunden noch übrig. Meine Fresse, das dauert ja ewig. Aber dann haben wir natürlich einen perfekten Mantel, perfekten Pelz. Die sind deutlich besser gegen die Kälte geschützt. Das halte ich für sehr viel sinnvoller. Essen wir auch noch. Essen wir das Gewicht runter quasi, was ein bisschen unlogisch ist, ist aber in dem Spiel so. Wir essen, um weniger Gewicht bei uns zu haben. Wir müssen noch langsam kochen. Weiß ich, vielleicht wäre es sogar sinnvoller, jetzt zu kochen.